herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich habe immer noch das gleiche an, weil ich mehrere Videos auf einmal drehe wieder. Und ich hatte gerade jetzt die My Little Box abgedreht und die Glossy Box mit einem mega geilen Gewinnspiel. Steht auf jeden Fall unten in der Infobox und hier oben verlinke ich es auch noch. Schaut vorbei, es ist wirklich mega und es gibt 3 Gewinne. Nicht bloß eine, nicht 2, sondern 3. Also einfach mal vorbeischauen. Und heute habe ich wieder meine neue entdeckte Box. Und zwar die Look Fantastic Box, die sehr, sehr schwer ist. Und ich bin schon mega gespannt, was drin ist. Also ich bin froh, dass ich sie mir bestellt habe. Habe lange mit mir gerungen, aber ich musste sie haben. Und die packen wir jetzt gemeinsam aus. Das erste, was wir hier haben, ist ein Christmas Has Come Early. Und da muss ich auf jeden Fall noch was abbestellen, denn das ist ein Gutscheincode für den Adventskalender und den habe ich mir schon für den vollen Preis bestellt. Dann werde ich den jetzt stornieren, weil hier ist ein 20% Gutschein drauf. Den werde ich auf jeden Fall benutzen, denn ich werde dieses Jahr mir den Glossy Box Adventskalender bestellen und den Look Fantastic Adventskalender und bin schon so mega gespannt. Genau, also den werde ich auf jeden Fall bestellen. Ach ja, an dem Deckel steht Another Year Older and More Fantastic Than Ever. Ah ja, und das ist die Geburtstagsedition, habe ich vergessen zu sagen. Also, so rum. Look Fantastic gibt es jetzt schon einige Jahre und die hatten eben Geburtstag und haben jetzt eben eine Geburtstagsedition gemacht. Hier haben wir einmal das Heft, was sich alles in der Box befindet. Das lege ich mir auf jeden Fall schon mal auf die Seite, falls ich irgendwas nicht identifizieren kann. Und dann haben wir ein diesmal sehr, sehr dickes Heft von L. Also das ist, glaube ich, jedes Mal das gleiche drin, ist immer dieses L. Aber letztes Mal war es ungefähr nur ein Drittel davon. Also dieses Mal ist es sehr dick. Aber die werde ich sehr, sehr gerne lesen. Die haben sogar eine schwangere Frau auf dem Bild. Sehr schön. Also einmal ein L-Heft. Und dann ist die Box gleich nicht mehr so voll. Also ich bin mal gespannt. Das war nur das Heft, das wo so schwer gemacht hat, was in der Box drin ist. Und das erste, das wir hier haben, ist von Aromatherapy Associate Review Morning Bath and Shower Oil. Ich muss sagen, ich habe die Box schon geöffnet, denn mein Mann hat ein Duschgel oder Öl gebraucht, das er in das Bad tun kann und da hat er dieses genommen. Fand sehr gut, hat auch sehr gut gerochen und sieht wirklich mega hochwertig aus in diesem kleinen Design. Also das habe ich schon rausgenommen, aber den Rest weiß ich überhaupt nicht mehr, was drin ist. Also denkt euch nichts. Ich öffne es sozusagen wieder neu. Also einmal dieses Öl hatten wir fürs Bad, soll eben die Haut sehr pflegen und es hat wirklich sehr gut gerochen. An irgendwas erinnert mich das. Mit Lavendel, Peppermint. Ach, mit Lavendel und Pfefferminze. Hört sich sehr interessant an. Genau, das haben wir einmal drin. Dann haben wir einmal drin, keine Ahnung, was das ist, aber es ist ein Stück Stoff, wo man irgendwas reintun kann. Die Frage, ich weiß es nicht. Vielleicht steht es da. Also falls einer auch diese Look Fantastic Box hat, für was ist das? Soll das ein Lappen sein? Das könnte sein, vielleicht ein Tuch zum Abwischen. Mal gucken, jetzt schauen wir erstmal weiter. Das nächste, was wir hier drin haben, ist von Omorovicha Budapest. Ein kleines Pöppchen. Oh, die sieht ja süß aus. Mit so einem Milchglas. Das ist mega süß. Gucken wir mal, vielleicht ist es offen. Das riecht nach Medizin. Also mein Hustensaft riecht genauso. Aber das sieht mega interessant aus. Seht euch das mal an. Das ist so gräulich. Ein bisschen wie Zement. Und zwar ist das eine Matte Mask. Ultra Moor. Also eine Moormaske. Wahrscheinlich 1-2 Anwendungen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr süß aus. Finde ich sehr, sehr cool. Eine Matte Mask. Dann haben wir hier noch drin The Original Main Tail Hoofmarker Hand and Nail Therapy. Das sieht jetzt auch sehr komisch aus. Für was ist das? Ach, das ist einfach für gereizte Haut ist das wieder. Also kann man verwenden, wenn man wunde Hautstellen hat, an Nägeln, an den Händen, weil da steht jetzt auch, das kann man jetzt am Körper auch verteilen. Mal gucken, ob da noch mehr drin steht. Fast Absorbing and Non-Greasy Cream. Also schnell einziehend und das kann man überall aufbringen. Für starke Haut, für Weichigkeit, also damit die Haut weich wird und strafft ein bisschen. Ja, werde ich auf jeden Fall probieren. Sieht jetzt von der Verpackung her nicht mega interessant aus, aber es hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Dann haben wir als nächstes von Yves Lam und da gab es jetzt noch eine extra Box, ein Cleanser, ein Creme-Cleanser. Und das ist noch zu, das werde ich auch zulassen. Da gab es jetzt eine Box, ich glaube für 80 Euro, also die Sachen, die sind echt nicht billig, soweit ich weiß. Und diese Creme, gucken wir, was die kann, regeneriert die Haut, ist für alle
für alle Hauttypen und es macht die Haut weicher und es entfernt auch wasserfestes Make-up, also ist auch für wasserfestes Make-up. Kann ich auf jeden Fall brauchen, Cleanser kann man immer brauchen. Dann haben wir als nächstes noch eine Creme, eine große Tube und zwar einmal von Philip Kingsley Elastic Kaiser, also so eine ganz normale Tube. Und was kann die? Das ist ein Shampoo. Soll eben die Haare elastischer machen, soll sie mehr sprunghaft machen und alles. Also einfach ein Shampoo in der Tube. Hatte ich auch noch nicht. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant und meine Haare sind ja eh nicht so die gesündesten und deswegen würde ich das auf jeden Fall sehr gerne verwenden. Ich habe jetzt überall dieses Glitzer hier, weil hier lauter so Glitzerzeug drin ist. Dann haben wir als nächstes ein Goodie anscheinend. Delicity Perfumed Violet Sweets. Sind das wirklich Sweets? Ich hoffe mal. Also ich glaube, das ist Traubenzucker. Aber wenn Sweets dort steht, dann wird es wahrscheinlich auch eine Süßigkeit sein, kann ich mir jetzt vorstellen. Nicht, dass es irgendwie so Bartbrausetabletten sind oder irgendwie sowas. Werde ich sehr gerne probieren. Sehen so aus. Ich denke mal, dass die irgendwie so nach Traube oder so schmecken werden. Ich mag Traubenzucker auf jeden Fall sehr gerne. Hätte ich aber jetzt für die Prüfung brauchen können. Und dann haben wir einmal von Lord & Barry einen Strobing Pencil. Okay, also das ist einfach ein Highlighter-Stift, den kann man wahrscheinlich gut für unter die Augenbraue verwenden oder eben auf der Nase oder vorne im Innenauge. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. Oh, leuchtet der schön. Oh, leuchtet der schön. Ich blende euch einen Swatch ein, der leuchtet so mega schön. So, das war's jetzt wieder mit der Box. Es waren wirklich mega viele Produkte dieses Mal. Normalerweise sind, glaube ich, 5 Produkte drin. Dieses Mal waren es 6 plus 2 Goodies. Und das erste, was wir haben, ist diese Süßigkeiten. Werde ich auf jeden Fall testen, ob die gut sind. Dann haben wir einmal diesen Lappen. Muss ich noch gucken, für was ich das verwende. Ich weiß es nicht. Wird wahrscheinlich zu diesem Cleanser gehören, kann ich mir vorstellen. Dann haben wir eben von Yves Lam diesen Cleanser. Auch sehr schön. Und auch sehr teuer, das weiß ich. Von Lord & Barry diesen wunderschönen Highlighter-Stift, den ich sehr, sehr gerne verwenden werde. Dann hatten wir einmal dieses Öl, das mein Mann schon aufgebraucht hat und ich fand es super. Dann hatten wir noch von Omorovicha diese Matte Mask. Dann noch diese Hand and Nail Therapy Cream, die man auch für den Body verwenden kann. Und einmal dieses Shampoo, das Sprungkraft verleihen soll. Das waren mir sehr, sehr viele Produkte. Von den meisten weiß ich, dass sie sehr, sehr teuer sind. Und ich werde euch die Produkte auf jeden Fall verlinken. Wenn ich die Produkte finde, dann verlinke ich sie euch auf jeden Fall unten. Kann es aber natürlich nicht versprechen. Und dann seht ihr unten auch die Preise, weil die stehen leider im Heft nicht mit drin. Und das war's schon wieder. Vergesst nicht, ich habe noch ein Gewinnspiel laufen, verlinke ich hier oben unten in der Infobox. Gibt 3 Gewinne, nicht vergessen. Und dann hoffe ich einfach, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, einfach einen Daumen nach oben. Falls ihr einen Kommentar da lassen wollt, würde ich mir natürlich auch sehr darüber freuen. Und falls ihr Lust habt, mehr von mir zu sehen, einfach irgendwo hier abonnieren und am Schluss hier irgendwo an der Seite. Und dann hoffe ich einfach, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss!